Die Mecklenburger Südbahn hat pünktlich zum Herrentag wieder ihren Betrieb aufgenommen. Ab sofort und bis zum 30. August fahren an Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils 3 Züge pro Tag von Parchim über Lübs und Karow nach Plau am See. Hinzu kommt eine Hin- und Rückfahrt an allen Freitagabenden. Die Strecke wird im Auftrag des Schweriner Verkehrsministeriums von der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH bedient. Auf dem Ostabschnitt der Südbahn verlängert laut Verkehrsministerium die Hanseatische Eisenbahn einzelne Fahrten aus Waren kommend über Malchow bis Karow. Der ursprüngliche zu Ostern geplante Beginn des Zugverkehrs auf der Südbahnstrecke war wegen der Corona-Pandemie und den dadurch bedingten Reisebeschränkungen in und nach Mecklenburg-Vorpommern verschoben worden.